Ich bin Johannes Fliesle, Geschäftsführer und Vorstand der Reichenauer Gemüse EG und begleite das Projekt seitens der Genossenschaft. Der Anlass zu diesem Projekt, Paprika anzubauen, war zum einen die Anfrage eines Großkunden, zum anderen die nicht vorhandene Entwicklungsmöglichkeit und Flächen auf der Insel Reichenau. Und angefangen hat das Ganze ja durch eine Spinnerei einfach von ein paar Gärtnern, wo sich so ganz utopisch zusammengesetzt haben, was könnte man machen, wie könnte man was realisieren. Und er hat sich in die Spinnergruppe einteilt. Und dann ist das einfach über Jahre hinweg gewachsen, kann man sagen. Dass es immer konkreter geworden ist, es wurde immer weniger und plötzlich waren es dann nur noch die 5. Längerfisch ist der richtige Weg für die Zukunft, für die jungen Leute, die müssen sich entscheiden, dass es vorwärts geht und rationell arbeiten können. Früher war es so, ich mache das 50 Jahre schon, diese Sache. Da war die Eltern waren dagegen, Modernisierung und so weiter. Es war immer das Generationsproblem. Aber ich sehe das positiv, die ganze Sache. Schon der richtige Weg. Sicher kann man sich im Leben nie sein. Man kann Autounfall haben auf dem Weg zur Arbeit oder sonst was, dann ist es vorbei. Also ich vertraue ihm da einfach blind, der liebt seine Pflanze so sehr und ist so mit Herzblut Gärtner. Also ich glaube, für den gibt es keinen anderen Beruf. Und ich persönlich wäre nicht so mutig für die ganze Sache. Hat mir jetzt hier gefallen, Arbeit, wo andere Urlaub machen. Ich kann mit den Leuten schwätzen, kann Schwätzli machen. In so einer riesen Halle, in so einem riesen Betrieb. Das ist dann Polen und Rumänen, da fühlt man sich dann ganz allein. Das ist halt schon ein bisschen riesige Umstellung, also ich persönlich. Aber es ist halt alt, ich werde dieses Jahr 70, für mich das Ding gelaufen. Das ist halt so. Die Gründe, warum wir dieses Projekt angegangen sind, das war hier auf der Insel Reichenau, sind die Fläche hier viel zu klein. Die Topografie ist hier so unterschiedlich mit Höhe und Tiefe, dass eine größere Gewächshausbebauung hier auf der Insel Reichenau gar nicht möglich ist. Für mich war ein Beweggrund, dass ich das gemacht habe, dass ich halt nach der Meisterschule weg war in Holland und da habe ich halt so gesehen, wie es da abgeht und abläuft halt. Und bei mir nachher zu Hause das veralterte Gewächshaus nachher gesehen, da war dann nachher schon der große enttäuschende Punkt da. Und da habe ich gedacht, also irgendwie muss jetzt eine Änderung hin, vor allem die technische Seite. Das hat mich einfach interessiert und wird mich auch immer interessieren. Klimacomputer, einfach modernes Arbeiten, das macht mir einfach Spaß. Und das ist für mich eigentlich der entscheidende Punkt und vor allem ein schön großes Glashaus mal zu haben. Das ist eigentlich mein Wunsch so mal. Das ist ja immer gewesen. Ja. Warum ich persönlich das Projekt in Singen mit angehe, es hat vielerlei Gründe. Erstens mal hat man sich gedanklich Gedanken gemacht, wie geht es weiter mit dem Betrieb die nächsten 20, 30 Jahre. Der Vater ist 70 Jahre alt, wird bald nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Frau geht beruflich andere Wege. Das heißt, auch wenn der Betrieb noch so klein ist auf der Reichenau, die ganze Verantwortung hängt an mir alleinig. Und ich habe einfach die Gedanken gemacht, der Betrieb muss größer werden, dass ich auch ein Personal einstellen kann, das mit Verantwortung übernimmt. Auf der Reichenau ist es unmöglich, den Betrieb zu vergrößern. Ich habe die Fläche nicht, die Fläche sind zu teuer, die Fläche sind ungeeignet. Und jetzt bot sich einfach die Chance in Singen, gemeinsam mit 4 Kollegen das Projekt zu verwirklichen. Und da sehe ich dann einfach die Chance, auch ein geregeltes Berufsleben einfach mal zu kriegen, geregelte Arbeitsabläufe, dass Personen da sind, die Mitverantwortung übernehmen, sodass ich auch mal am Wochenende vielleicht frei habe, dass man auch mal im Sommer eventuell sich mal vom Betrieb verabschieden kann.
Das waren eigentlich so die Hauptgründe. Früher waren es halt mehrere Generationen, die im Betrieb mitgearbeitet haben. Heutzutage ist das eigentlich anders. Man blickt später mal in den Leben, wenn man mal zurückblicken. Was hat man eigentlich geleistet, was hat man gemacht? Und für mich eigentlich auch ein wichtiger Grund, später, weil ich mal zurückblicke und sage, da war ich dabei, das habe ich mit aufgebaut. Und nicht einfach nur sich in das Nest reinsetzen, das die Eltern vielleicht vorbereitet haben, sondern man will noch was Eigenes auf die Füße stellen. Ja, das sind eigentlich für mich die Hauptgründe. Es ist die Kernaufgabe unserer Genossenschaft, die Gärtner bei ihrer Entwicklung zu unterstützen und zu begleiten. Dies tun wir auch bei den 5 Gärtnern. Immerhin ist es ein wichtiges Wirtschaftswachstum auch für unsere Genossenschaft und wir schaffen immerhin auch 60 Vollzeitarbeitsplätze in Beuren-Singen. Die Reichenauer Gemüse AG ist für uns ein verlässlicher Partner im Verkauf und auch ohne die Mithilfe und ohne die Vernetzung der Reichenauer Gemüse AG mit dem Ministerium, Regierungspräsidium und den guten Verbindungen wäre es uns sehr schwierig geworden, dieses Projekt durchzuführen. Das größte Hindernis war die Tatsache, dass wir es mit 13 Eigentümern zu tun hatten. Wäre nur ein Eigentümer nicht bereit gewesen, sein Grundstück zu verkaufen oder langfristig zu verpachten, so wäre die Investition an diesem Standort nicht realisierbar gewesen. Die Investition beläuft sich auf insgesamt 15 Millionen Euro. Aufgeteilt in 2 Millionen Euro für die Verpackungs- und Vermarktungshalle, erstellt durch die Reichenauer Gemüsevertriebs-EG, und 250.000 Euro für die Wasserversorgung, erstellt durch die Reichenauer Gemüse-EG. Den Rest schultern die 5 Gärtner. Unsere erste Tätigkeit hier an der Baustelle war die Erdbewegung. Diese umfasste ca. 100.000 Kubik Erdmaterial. Dies wurde realisiert von der Firma Müller von Simon Obrottweil. Wir haben täglich ca. 2.000 Kubik Erde bewegt. Das heißt, innerhalb von 50 Arbeitstagen wurde das gesamte Planum hergestellt. Wir haben einen Höhenunterschied im Bestandsgelände vorgefunden von ca. 5,50 Meter an Höhe hier in der Nordostecke. Das heißt, wir mussten dieses Erdmaterial abtragen, sodass wir eine Planebene für das Gewächshaus bekommen haben. Bautechnische Probleme sind auf dem Grundstück in der Nordostecke aufgetreten. Hier kam in der Baugrubensohle Grundwasser zum Vorschein. Wir haben hier Abhilfe geschaffen mit einer Drainagenleitung sowie mit Spundwänden, die im Bereich der Böschung eingetrieben wurden. Die Spundwände haben eine Fläche von ca. 1000 Quadratmeter und dienen zur Hangsicherung zu dem bestehenden Feldweg. Zur Bewässerung der Paprikapflanzen wurden 2 Regenrückhaltebecken mit insgesamt 20.000 Kubik Fassungsvermögen erstellt. Prozent des Wasserbedarfs werden abgedeckt durch Niederschlagswasser, das hier in den Regenrückhaltebecken gesammelt wird. 30% des Wassers wird von der Acht entnommen, sodass der Gesamtbedarf abgedeckt ist. Ich heiße Bernd Rill, bin der Polier von der Firma Feuerstein. Wir sind hier für die Fundamente und Frostriegel und für das Sozialgebäude zuständig. In die Fundamente werden Köcher einbetoniert. Da kann der Stahlbauer, stellt dann nachher seine Stahlstützen drauf und kann die da drin verankern. Hinterher tun wir es, wenn es verankert ist, wird es ausbetoniert und dann stehen die
fest. Zwischen die Fundamente tun wir noch einen Frostriegel reinbetonieren. Und wenn der Stahlbauer seine Konstruktion gestellt hat, werden noch Fertigteile draufgestellt, die später dann den Sockel bilden auf der Bodenplatte. So, es sind etwa 2 Wochen vergangen. Wir befinden uns im Endspurt. Der Stahlbauer, der treibt uns wie verrückt. Wir sind jetzt gerade beim Sozialgebäude. Die letzten Fundamente. Und dann hoffe ich, dass wir einigermaßen im Termin bleiben, dass es dann ordentlich weiterlaufen kann. Wir sind jetzt bei den Restarbeiten. Hier vorne machen wir noch eine Stützwand. Anfang übernächste Woche wird wahrscheinlich der Boden betoniert in der Halle. Hat soweit alles gepasst. Stahlbauer war mit uns zufrieden. Und ja. Mein Name ist Jürgen Gabele von der Firma Haller Industriebau. Ich bin Mitgeschäftsführer im Hause Haller und für den Vertrieb und für die Auftragsabwicklung zuständig. Eines unserer aktuellen Projekte ist die über 3700 Quadratmeter große Verpackungshalle für die Reichenauer Gärtnersiedlung in Beuren an der Aach. Unser Auftragsumfang beinhaltet zum einen die Stahltragkonstruktion und die dazugehörende Gebäudehülle. Die 160 Tonnen Stahl wurden bei uns im technischen Büro in Schwenningen zur Werkstattreife konstruiert. Im Stahlbauwerk wurden die Stahlteile dann produziert in circa 3 Wochen. Das entspricht circa 1700 Werkstattstunden. Im Anschluss wurde hier vor Ort durch unsere Stahlbaumonteure die Stahlkonstruktion aufgerichtet. Hierfür benötigten wir circa 3 Wochen bzw. circa 850 Montagestunden. Im Stahltraganschluss kamen unsere Fassadenmonteure und verlegten die 3700 Quadratmeter Dachtrapezfläche. Zurzeit sind unsere Fassadenmonteure dabei, die ca. 2000 Quadratmeter Wandflächen zu schließen. Diese Wandfläche wird in einer Sandwichbauweise ausgeführt. Hierfür benötigen wir ca. 4 Wochen. Wenn alles weiterhin so gut läuft, werden wir in KW 21 unsere Arbeiten termingerecht abschließen können.
Hallo, ich bin Herr Dings von Koga Süd aus Holland. Wir sind dafür angestellt, um hier die Wasserinstallation und die Elektro- und Klimainstallation zu machen. Was Sie hier sehen, ist ein ganz großes, sehr modernes Gewächshaus, 6 Meter hoch. Es ist so hoch, weil da man, wie hoher ein Gewächshaus ist, wie besser das Klima ist. Und deswegen ist hier für 6 Meter Gewächshaus gewählt. Die Fläche hier ist 110.000 Quadratmeter. Wir brauchen pro Tag 10 Liter Wasser für die Pflanzen. Das ist Maximum. Also wir brauchen 1.100 Kubik pro Tag an Wasser. Das werden die Pflanzen benutzen. Davon kommt quasi 40% kommt davon zurück und das wird wieder hergebraucht. Das wird desinfektiert und das geht wieder nach die Pflanzen. Also wir haben ein komplett geschlossenes System, dass kein Wasser zu viel gebraucht wird. Die Anlage ist so, dass jede Pflanze einen Tropfen hat, einen Tropfenschlauch. Also jede Pflanze bekommt einzeln Wasser. Da bekommt die ganz gute Dünge dafür, dass der gut wachsen kann und dass es viele Paprika gibt. Die 5 Gärtner haben neben den eingesetzten Gaskesseln nochmal 1 Million Euro in ein BHKW, in ein Blockheizkraftwerk investiert, um Wärme zu produzieren. Dieses Blockheizkraftwerk ist in der Lage, zusätzlich Strom für sage und schreibe 3.500 Einfamilienhäuser zu produzieren. Nach der Reinigung wird auch das CO2 im Gewächshaus als Pflanzennahrung eingesetzt. Ich bin mit dem Bauverlauf sehr zufrieden. Mit so einem großen Projekt termingerecht fertig zu werden, das ist ein sehr schwieriges Unterfangen. Aber die trockene Witterung im Jahr 2011 hat uns sicherlich geholfen und wir sind sehr stolz, dass wir pünktlich fertig werden. Die geschätzten Baukosten wurden vollständig eingehalten. Dies ist sicherlich auch ein Verdienst des Planungsbüros und der Oberbauleitung Niederberger in Singen. Also was mich am meisten überrascht hat hier jetzt die letzten 6-8 Wochen, seit wir hier am Arbeiten sind, sind einfach die einheimischen Arbeitskräfte, mit welcher Begeisterung sie hier dabei sind. Das waren zum Teil Arbeiter, ja, ständig am Boden rumkriechen, Tropfer stecken, Matte legen, tagelang dieselbe Arbeiten. Man hat gemerkt, wie die Leute bereit sind, sich da zu engagieren, wie sie immer wieder nachfragen und auch echt Begeisterung zeigen. Und trotz Weihnachten und auch zwischen den Jahren waren die meisten Leute bereit, ja, wenn es glänzt, wir wollen fertig werden, wir helfen euch. War mit die größte Überraschung, mit der ich eigentlich nicht gerechnet habe. Ich denke, die Motivation hat bei uns nicht nachgelassen, sie wurde eigentlich eher noch gesteigert. Im Laufe der Zeit, am Anfang war es auch ein bisschen Spielerei und jetzt am Schluss musste die ganze Energie auch reingesteckt werden, um das Projekt auch termingerecht zu beenden. Rund 9 Monate sind jetzt vergangen, seit wir gestartet sind mit dem Projekt, Anfang Januar. Was hat sich verändert seitdem? Also die allergrößte Veränderung ist am Anfang, die Baustelle war weit weg. Ich war auf der Reichenau, die Baustelle war hier. Man hat am Wochenende einen schönen Ausflug gemacht hierher und hat gedacht, wow, super Projekt, ich bin dabei. Aber es hat einem so gar nicht so richtig berührt. Alle 2 Wochen mal Bausitzung, war alles toll, man war stolz, dass man mit dabei war. Seit November bin ich fast täglich hier und man merkt jetzt langsam, wie es war eine Phase da, wo man Angst gehabt hat, schafft man das alles, wird es gut laufen. Es waren echt schlaflose Nächte mit dabei, weil es jetzt einfach ernst wurde. Ja? Und man begreift jetzt so langsam, was sich verändert.
Ich gehe jeden Morgen aus dem Haus, bin weg von der Familie, mit allen Vor- und Nachteilen. Und ja, einfach die größte Veränderung ist einfach, dass jetzt zum Teil Angst da ist. Aber die hat sich jetzt nach Weihnachten, seit dem Pflanzen, denke ich mal, wieder gelegt. Wir haben viele Probleme gelöst gebracht und sind jetzt eigentlich recht optimistisch, dass jetzt eigentlich auch die Arbeit kommt, die wir gelernt haben, die wir können. Wir sind Gärtner und jetzt sind die Pflanzen da und wir kommen jetzt in unser Metier und denken, dass wir das gemeinsam auch schaffen. Wir sind jetzt optimistisch und zuversichtlich und auch froh, dass es jetzt endlich mit dem losgeht, was wir gelernt haben, das Gärtnerische. Mein Traum vom neuen Gewächshaus hat sich erfüllt und ich habe einen neuen PC mit modernster Steuerungstechnik und ich bin jetzt glücklich. Ohne Edeka als großer verlässlicher Partner wäre dieses Projekt sicherlich nicht zustande gekommen. Durch eine in der Branche eher untypische Preis- und Abnahmegarantie waren die Gärtner erst in der Lage, dieses 15-Millionen-Projekt zu stemmen. Als Nummer 1 in der Branche schaffte es die Edeka mit ihrem engen Vertriebsnetz, dass die Paprika hier aus dem Hegau auch zu allen Verbrauchern kommt. Denn die Edeka liebt Lebensmittel. Regionale Produkte, sie sind gesund, aus der Region und der Verbraucher sieht, wo sie produziert worden sind.